Hallo, mein Name ist Jürgen Braun und ich komme heute zum zweiten Teil meiner Videoreihe Arbeit ist Scheiße. Ja, heute möchte ich mal ein bisschen näher auf die Argumente eingehen nochmal, was jetzt auch zu meinem ersten Video Arbeit ist Scheiße, Hartz IV Eingliederungsvereinbarung nicht unterschreiben, so hieß mein erstes Video. Und ich möchte noch mal ein bisschen auf die Reaktionen eingehen und die Argumente. Ja. Zum ersten Mal möchte ich mal sagen, Leute, guckt mal bitte genau das Video an. Ja, also ich diskutiere gern, aber bitte kommt nicht immer wieder mit den gleichen Argumenten daher. Die ich schon vom Vorigen, die ich schon widerlegt habe. Ja. Einer hat zum Beispiel gesagt, ja, wer soll denn da noch was anbauen? Ja, wenn jetzt jeder zum Arbeiten aufhört. Oder wer soll denn, ja, woher soll das Essen herkommen? Ja, ich habe es ja gesagt, es muss ja auch die Fleißigen, denn auch in der Natur muss es ja auch die fleißige Biene geben. Natürlich, ja. Aber es gibt ja schon zu viele fleißige Bienen, ja. Und das geht einfach, ja. Dass einfach jeder soll seine Aufgabe finden, jeder soll seinen Weg finden, ganz klar, ist gar kein Thema, ja. Aber es geht nicht, dass man mir irgendwas aufzwingen will, was ich nicht will. Und das geht's, ja. Und jetzt spezifisch jetzt auf das bedingungslose Grundeinkommen. Es ist ja so gewesen, dass man das ja schon getestet hat, das bedingungslose Grundeinkommen in Kanada. Ja, jetzt wird es gerade in Holland getestet. Und es war nicht so, dass dann gleich jeder aufgehört hat zum Arbeiten und die ganze Wirtschaft ist zusammengebrochen und wir waren alle in der Steinzeit. Überhaupt nicht. Ja. Also viele Leute haben ja weitergearbeitet. Ja. Aber wenn es Aber der Punkt ist halt, dass bei dem bedingungslosen Grundeinkommen, so wie ich es mir vorstelle, einfach die Erpressbarkeit nämlich so da ist. Ja, die Erpressbarkeit der Arbeitnehmer. Und das finde ich das Gute. Ja. Und so das bedingungslose Grundeinkommen, so wie ich mir das vorstelle, ja, ist nicht einfach, dass jeder dann, was weiß ich, einer, der 5.000 Euro verdient, dann nochmal 500 Euro oder 1.000 Euro mal dazu kriegt. Das ist Quatsch. Das ist Blödsinn natürlich. Ja. Das bedingungslose Grundeinkommen, so wie wir das vorstellen, hätten wir ganz einfach, indem wir schon mal die Hartz-IV-Sanktionen abschafft. Ja. Einfach die Hartz-IV-Sanktionen abschaffen, dann hätten wir eine Grundsicherung, ja. Man bräuchte keine Angst mehr haben, wir wären abgesichert. Ja. Und das wäre jetzt das, wo ich sage, das wäre ein geringer Eingriff und so und das wäre gar kein Thema. Ja. Und ja, jetzt ist natürlich die große Frage, ja, wie soll das finanziert werden? Ja, also wie soll das finanziert werden? Ja, dass man Menschen, also wenn man Menschen keine Angst mehr macht und die kriegen das Geld dann so, wie soll das finanziert werden? Meine Leute, da kann ich genauso sagen, Bankenrettungen, ja, wie soll das finanziert werden? Ja, ich kann euch da was schnell vorlesen, Bankenrettungen, hier, das ist ein Artikel von der Seid online, da steht drin, was Bankrettungen, und das ist ja eher, glaube ich, sogar noch eher wirtschaftsorientierte Zeitung, ja, dass aber, es handelt sich hier um 200 Milliarden an ausgesonderten Papieren, ja, für welche der Staat letztlich aufkommen muss, weiß niemand, er wird aber gefordert sein. Vergessen sollte man auch nicht die anderen Landesbanken, die Bundesländer nicht aus der Hand geben wollen und die sich deshalb massiv Geld eingeflossen haben. Zusammen fast 23 Milliarden Euro, rund 10 Milliarden davon allein in Bayern. Ja, also ich weiß es nicht genau die Zahlen, was uns die Bankrettung kosten hat, aber nur mal so um die Dimensionen. Gell? Zusammen fast 20 Milliarden Euro und dann 10 Milliarden Euro allein in Bayern. Also es ist also unglaublich, ja. Also wofür war das Geld, für was der Staat alles Geld ausgibt und Geld verschwendet. Ja. Und dann, ja, wie könnte man das finanzieren? Seit Jahrzehnten wird der Vermögensteuersatz runtergesetzt. Das ist alles nachprüfbar, alles nachweisbar. Ja, wir hatten mal schon einen Vermögensteuersatz in Zeiten des Wirtschaftswunders von über 80% und jetzt ist er bei, glaube ich, 42% Vermögensteuersatz. Ja, aber Schritt für Schritt runtergesetzt. Das letzte Mal war es im Zuge der Agenda-Politik, ja, hat man auch den Spitzensteuersatz von 53% jetzt auf 42% runtergesetzt, also die Reichensteuer. Und da muss ich mir natürlich schon fragen, wem nutzt das? Ja? Macht es Sinn? Ja? Also dem Armen kann man nur helfen, wenn man dem Reichen was nimmt. Ja? Und dann kommt natürlich gleich wieder, ah, ja, dann wandern alle Reiche ab und was weiß ich. Blödsinn.
In Frankreich war es so, Tatsache, dass bis jetzt gerade mal 10% der Reichen abgewandert sind. Ja. Und der Rest ist immer nur da. Ja. Und viele kommen auch wieder zurück, weil es woanders auch nicht besser ist. Ja. Und vielleicht auch andere Länder auch nachziehen. Und vor allem würde ich dann nicht nur die Reinsteuer erhöhen, sondern ich würde auch sagen, wer jetzt einfach, sagen wir mal, Barvermögen hat von 2 Millionen oder so und abwandern will, der zahlt halt dann auch sachliche Abwanderungssteuer. Ganz einfach. Ja. Also ich würde es dann schon natürlich auch erschweren. Ja. Und das sind alles so Sachen, die kann man machen. Also es ist nicht unmöglich, das zu finanzieren. Ja. Der Staat, der gibt so viele Milliarden aus wie irgendein Mist. Da ist es ja wohl, sei es mal hier, also das bedingungslose Grundeinkommen, also wirklich Pillepalle. Ja. Und dann kommt das jetzt nochmal, also jetzt gehen nochmal die Argumente ein. Gut, das war jetzt mal das eine. Nadine kam wieder mit dem Argument, dass sie das nicht will, dass sie ihr Leben von anderen finanzieren lässt. Liebe Nadine, wie glaubst du eigentlich, was glaubst du eigentlich, wer und was und finanziert? Ja, das ist mal so mit dem Arsch da. Also, dein Leben wird ja auch finanziert. Zumindest vom Arbeitgeber. Ja. Und dann sagst du arbeitest ja dafür. Ja, weil du arbeiten musst. Das habe ich auch zum Arschal-Video gesagt, warum du arbeiten musst. Ja. Weil du dir jeden Luxus leisten willst. Ja. Den sinnlosen Urlaub, dickes Auto, ja, dickes Bankkonto, ja, alles Dinge, die ich nicht brauche. Ja. Und da ist auf jeden Fall finanzieren. Ich denke einfach an andere Dimensionen. Ich denke einfach, wir leben alle auf Kosten der Natur, auf Kosten der Umwelt. Also, man könnte auch sagen, wir leben alle auf Kosten vom Universum oder wenn man religiös ist, auf Kosten von Gott. Ja. Und nur diese Göttlichkeit, sage ich jetzt mal, die bestimmt, wer in der Gnade ist, dass er arbeiten muss und wer in der Gnade ist, dass er nicht arbeiten muss. Also es gibt keinen Grund, auf irgendjemand neidisch zu sein. Und ich sage mal so, und liebe Nadine, ich möchte mal eins sagen, ja. Es gibt ja noch andere Sachen, die man austauschen kann als Geld. Ja. Wie zum Beispiel Liebe, Freundlichkeit, ja. Hilfsbereitschaft. Das sind ja auch Güter, die man austauschen kann. Ja. Spirituelle Güter kann man austauschen, die nicht mit Geld zu tun haben. Also immer nur so, also finde ich irgendwie total materialistisches Denken von vielen Leuten. Und das finde ich einfach traurig. Ja. Und ich sage mal so, wenn die Leute einmal hetzen und sagen, ja, ich lebe auf andere Leute Kosten, glauben die wirklich, dass wenn man mir oder dem Hartz-IV-Empfänger das Geld nehmen würde, ja, dass es dann bei denen auf dem Konto ankommt? Glauben die das wirklich? Glauben die wirklich, der Staat sagt, so, von denen, faule Arbeitslose, holen wir das Geld und dann werden wir es auf die fleißigen Arbeiter verteilen? Glauben die wirklich, dass der Tag eintritt, dass es so läuft im Leben? Die Neid und die Hetze wird belohnt und die kriegen dann mehr auf dem Konto. Schon mal, dass es total schäbig ist und total krank. Den kleinen Leuten nur das letzte Brot zu nehmen. Ist so schäbig und krank. Von vornherein schon mal. Dass man sich schon mal an den Kopf langen muss und sagen muss, das kann sich gar nicht belohnen. Ja, sowas. Und das passiert natürlich auch nicht. Der Staat, der nimmt die paar Kröten, ja, für irgendeinen anderen Scheiß. Das gibt es ja den anderen Scheiß aus. Ja. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Da kriegt der Arbeiter nichts. Und das hat man bei den Agenda 2010 nicht gesehen. Ja? Das war doch so. Was war denn? Was ist denn passiert? Ist für die Arbeitgeber was raus, für die Arbeitnehmer was rausgesprungen? Ich sage euch eins, für die Arbeitnehmer ist nichts rausgesprungen, aber für die Arbeitgeber. Der Niedriglohnsektor hat sich ausgedehnt. Leiharbeit hat sich nach Agenda 2010 ausgedehnt. Ja? Für die Stammgeschäfte ist nichts rausgesprungen. Ja? Die haben jetzt noch mehr Leistungsdruck, sind noch abreißbarer, haben noch weniger gelohnt. Ja? Noch mehr Leiharbeit. Super, toll. Ja. Und das muss uns doch eigentlich mal zu denken geben. Ja. Also mir macht das schon ein bisschen wütend, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieses herzlose, einfach Leute, dass jemand nicht arbeiten will. Ich habe die Hölle auf Erden erlebt. Mir hat man schon aufgejagt, 20 Meter hoch, da zum Fenster putzen und bin ich hier runtergestürzt, dass ich nur lebe, ist ein Wunder. Ja. Und wenn da jemand sagt, er will nicht mehr arbeiten, warum versteht man das nicht? Vom Menschlichen her, vom Herzen her, muss man das doch verstehen, dass jemand sagt, ich will nicht arbeiten. Es geht mir nicht darum, faul zu sein. Es geht nicht darum, dass ich faul irgendwie auf der Couch liegen will. Ja.
Das geht's doch gar nicht. Ich will meine persönliche Freiheit, ich will nicht, dass man mir irgendeinen Scheiß aufzwingt. Um das geht's. Ja? So. Also das mal zum Einer. Und ja, und das gleiche Argument, zum Beispiel, dass man sagt, glaube die Leute wirklich, dass das Geld bei ihnen ankommt, ja, wenn sie irgendwie hetzen gegen eine Gruppe, ja, gegen gläubige Leute hetzen. Das kann ja auch bei ihnen, ich spreche mal kurz das Thema Flüchtlinge an, ja, Asylbewerber, was meine Meinung dazu ist. Ja. Und es kommt mir immer wieder so vor, als ob man uns Hartler und gegen die Flüchtlinge ausspielen will. Ja. Also erst haben die Arbeiter gegen die Hartler ausgespielt, ja, gegen die Arbeitslose. Und jetzt spielt man Arbeitslose und Arbeiter gegen Flüchtlinge aus. Und so. Und ich finde das Sauerei, muss ich ehrlich sagen. Wir sitzen mit den Flüchtlingen im Prinzip im gleichen Boot. Ich sag mal so, okay, es wird viel gemacht. Ja. Man kann darüber diskutieren, warum sind wir so viel aufnehmen, die anderen nicht. Darüber kann man diskutieren, ja, dass da Fehler gemacht werden. Ja. Und so. Aber ich sage euch eins, bitte Leute, lasst euch nicht gegeneinander spielen. Ja. Solidarisiert euch auch mit den Flüchtlingen und boxt da oben, da oben, bei den Leuten da oben in Berlin, da schon Feind. Ja. Der Kapitalismus ist der Feind. Deswegen flüchtet doch jemand. Er flüchtet ja nicht zum Spaß. Er kommt ja nicht zum Spaß in das kalte, verpisste Deutschland. Doch nicht. Ja? Sondern weil er wirklich flüchten muss. Und auch Wirtschaftsflüchtlinge, die kommen ja nicht her, wenn es denen nicht gut geht, sondern wenn es denen beschissen geht. Ja. Alles klar. Also lasst eine, also und Randale und Demonstrationen vor Flüchtlingen, das geht gar nicht. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Das ist meine Meinung. Ja? Wenn, da müssen die Leute demonstrieren und sagen, vom Rathaus oder vor Rammstein. Ja? Wir unterstützen die Drohnenkriege, wir unterstützen die Angriffskriege von den USA. Wir lassen es zu, dass Deutschland drittgrößter Waffenexporteur ist. Dagegen müssen wir demonstrieren. Ja? Aber nicht auf die Asylbewerber losgehen. Das ist scheiße. Das finde ich nicht gut. Also das ist meine Meinung dazu. Gut. Dann, ja, also, ich hätte jetzt nochmal kurz, ich wollte nochmal den ersten Linien nochmal kurz auf das Arbeit aus religiöser Sicht zu den religiösen Leuten nochmal was sagen. Da lese ich jetzt nochmal schnell in mein Buch rein. Also, es wird ja so, in der christlichen Ethik wird ja Arbeit und, also Musiker wird verdammt und die Arbeit wird verarbeitet oder gut dargestellt, ja. Und es ist aber gar nicht so, ja. Also wenn man das jetzt mal so sieht, zumal, dass man, dass das Christentum, also es gibt andere Religionen, die sind angenehmer wie das Christentum, mal irgendwie, wie zum Beispiel der Buddhismus, ja, ist es trotzdem noch so, dass das Christentum, ja, also bezieht sich auf die Lehren von Jesus, ja. Und mit Jesus Christus ist ein neuer Bund geschlossen worden, mit Gott, ja. Und dadurch kann eigentlich das Alte Testament nicht mehr bindend sein. Vielleicht nur leitend oder so, aber nicht mehr bindend, ja. Und ich bin, also ich selber, was ist meine religiöse Ansicht, also ich bin selber auch spirituell, ich bin Anhänger einiger Thesen, und da lese ich jetzt ein bisschen damit einem Buch von Hans Behm, Savonarola, Thomas Münzer, Rudi Dutschke und Hans Küng. Also Hans Küng ist der Begründer des Weltethos, also eine Philosophie, die alle Religionen umfasst. Er hat sich erkundet, wo sind denn die Parallelen, und es gibt sehr viele Parallelen bei den Religionen. Wird man mal die Parallelen herausheben, ja, von allen Weltreligionen, und nicht nur das, was differenziert, dann gäbe es gar keinen Grund für Glaubenskriege. Ja. Das ist schon mal vorab. Und der Buddhismus, was ich den Buddhisten einfach gut finde, deswegen tendiere ich zum Buddhismus, weil die sagen, es gibt einige Buddhisten, die sagen, die wollen gar nicht, dass man sie als Buddhisten bezeichnet. Ja, das wollen wir gar nicht. Also diese Differenzierung und Schubladen nehmen wir ja sowieso ab. Ja. Und, ja gut, okay. Also. So. Also ich auch, es ist ja so, dass viele kommen ja immer her und sagen, ja, im Schweig bin ich angesichts, sollst du dein Brot essen, da kommt es ja. Also auch ich habe die Bibel gelesen und möchte entgegenhalten, dass Gottes Verdammung des Menschen zur Arbeit ein Ergebnis des Sündenfalls von Adam und Eva war, ja, wenn man jetzt nach der Bibel geht. So muss ja dann Arbeit erstmal Strafe Gottes für unsere Sünden angesehen werden. Jeder Mensch wird erstmal mit diesem Unheilszusammenhang geboren, wird behauptet. Durch diese Behauptung steht entgegen, dass der Mensch durch Gottes unendliche Liebe und Gnade die Folge der Ursünde überwindet, die durch die Erlösung
Jesus Christus besteht, ja, nämlich allein schon durch die Taufe. In der Taufe wird uns die Erlösung geschenkt. Die Trennung von Gott, die durch die Ursünde entstanden ist, wird aufgehoben und die Tür zum Paradies ist wieder geöffnet. Ja. Genau das ist der Punkt. Und deswegen, und da kommt dann noch, kommen noch mit auch andere Argumente, auf jeden Fall, es gibt keinen Nachweis auch in der Bibel, wo drin steht, dass ich arbeiten muss. Ja. Kann mir keiner nachweisen. Und das habe ich alles auch miterlebt. Ja. Und ich sage auch einfach, solange das nur so läuft, ja, solange ich mit meinen Mitmenschen konkurrieren soll, muss, ja, solange dieses Konkurrenzprinzip so besteht, so darbe, ja, solange die Arbeitsbedingungen so schlecht sind, so ungerecht, ungerecht bezahlt und so, finde ich, ist es besser, man arbeitet nicht. Und es finde ich einfach besser, mehr Leute arbeiten nicht. Ja, was können wir noch tun? Also, wie könnte sich die Gesellschaft oder wie könnte sich die Gesellschaft entwickeln, wenn jetzt mehr Leute das so machen würden oder wie ich? Ich könnte mir vorstellen, dass es in Zukunft natürlich auch, was so eine Vorstellung ist von mir, dass es mehr Leute gibt, die sich freiberuflich frei machen, ja? Dass es mehr Leute gibt, die Selbstversorgung betreiben, ja? Obst und Gemüsebau, Permakultur, ganz interessante Sache sind die. Also, wo man mit der Natur arbeitet und nicht gegen der Natur und ist nachhaltig und die das ganze Jahr, ja, man hat das ganze Jahr zum Essen. Ja. Und es stimmt einfach nicht, dass es einfach gewisse Weideflächen gibt, wo man keine Nahrung anbauen muss, sondern wo einfach nur Tiernutzhaltung möglich ist. Das stimmt einfach nicht. Ja. Man kann überall Essbare anbauen, Obst und Gemüse, Wildkräuter. Viele Menschen, also da ist so viel Potenzial, was man ausschöpfen kann, einfach mit Permakultur. Ja. Macht euch da mal schlau, das ist wirklich eine ganz interessante Sache. Also wenn ihr eigenes Stück Land habt, wäre das Erste, was ich in Angriff nehme, dass ich Permakultur mache. Ich versorge mich also, ja, würde ich sofort machen. Wenn ihr jetzt ein eigenes Land habt, kein Problem. Ja, ja, und dann wollen wir noch, was ich jetzt noch beim Jobcenter gerade aktuell. Mein Jobcenter ist es gerade so, ich habe gerade noch eine Krankheitsgeschichte laufen. Ja. Das, also ich bin auch psychisch nicht belastbar, das kommt dann dazu. Da bin ich auch gerade, habe ich gerade auch eine Bescheinigung und bin quasi da jetzt auch bin ich quasi auch, weil ich auch behandelt, sage ich jetzt einmal. Ja. Und es ist auch festgestellt worden, dass ich einfach psychisch nicht belastbar bin. Ja, also das läuft jetzt nebenher noch. Und ja, also Leute, die Arbeitswelt habe ich krank gemacht, ganz klar. Ich habe nicht mehr den Nerv mehr. Diese ganzen Kämpfe und diese ganzen Konkurrenzkämpfe, ich habe einfach nicht mehr den Nerv. Ja. Wie kann man denn nur da kein Mitgefühl haben? Das gibt's doch gar nicht. Was ist los mit euch, Leute? Da muss ich doch sagen, ja klar. Es ist verständlich, dass jemand nicht arbeiten will. Arbeit macht krank. Was geht ab? Ja, auf jeden Fall. Ich will nicht mehr arbeiten. Und ja, und das Jobcenter, da bin ich jetzt gerade noch verhandelt, dass ich eine neue Eingliederungsvereinbarung bekomme. Also das ist mir jetzt so angeboten worden und dann habe ich auch ganz klar gesagt, keine hundertprozentige Sanktion. Weil ich nicht unterschreibe. Ich will nicht dafür unterschreiben, dass man mich zu 100% sanktioniert. Ja. Da bin ich noch im Verhandeln und ich hoffe, dass mir das gelingt. Falls nicht, ich will gegen jede Sanktion streiten, so gut ich kann. Ja. Und ich sage immer noch, leichter obdachlos wie arbeiten. Leichter obdachlos. Ich bin jetzt schon dabei, mir einen Winterschlafsack zu besorgen. Ich habe schon eine Isomatte. Ja. Also für den Fall des Falles, dass es hart auf hart kommt. Ja. Leichter gehe ich hier als Obdachloser. Ja. Aber dann mache ich das publik, was bei unserem Staat abgeht. Ja. Und wenn es dann immer heute eben uns mit der Grünen verhungern. Hey, es geht nicht nur ums Verhungern. Hey. Ich will natürlich schon auch ein Dach über dem Kopf haben. Ja. Das muss verständlich sein, das muss einfach verständlich sein, dass ich nicht mehr arbeiten möchte, nicht mehr unfrei. Das begreife ich nicht, dass dabei, wenn die Leute irgendwo
da kein Mitgefühl besteht. Verstehe ich nicht. Also mir egal. Wie gesagt, diesmal lasse ich drauf ankommen. Diesmal gehe ich bis aufs Blut, bis zum bitteren Ende. Ich will meine Arbeit, ich will die Ausbeutung nicht mehr unterstützen, ich will nicht mehr gegen meine Mitmenschen konkurrieren, ich mache den Scheiß nicht mehr mit. Ich mache nicht mehr mit. Auf keinen Fall. Und ja, Leute, und jetzt wollte ich nur zum Abschließen noch sagen, verbreitet den Gedanke, teilt das Video, ja, sagt es jedem, der es irgendwie hören will, ja, ich kann auf alle Argumente reagieren, wie gesagt, also das war jetzt auch nochmal die Argumentationsbehandlung, dann wollte ich noch das Thema Flüchtlinge ansprechen, Arbeit aus religiöser Sicht ist zu umfangreich, muss ich echt sagen, da lest mein Buch, unfreie Arbeit ist scheiße, Schnauze voll, ich steige aus. Da bringe ich das ganz umfangreich auf Arbeit und Müßiggang und Geldgier, das Ganze, den ganzen Kapitalismus aus religiöser Sicht. Ja. So, also gut, das war es jetzt mal soweit. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, verbreite die Botschaft. Also, Glück und Segen euch alle. Vielen Dank.